misst man das Unvorstellbare. Im Forschungsschwerpunkt Quantenoptik und Gravitationsphysik der Leibniz-Universität Hannover arbeiten mehr als 350 Forschende an der Schnittstelle von Licht und Schwerkraft, Raum, Zeit und Materie. Die Grenzen des Messbaren verschieden, im Kleinsten wie auch im Größten. In unserem Exzellenzcluster Quantum Frontiers entwickeln wir unter anderem die genauesten Atomuhren Europas. Sie schaffen ganz neue Möglichkeiten in der Fundamentalphysik, etwa um das Rätsel der dunklen Materie zu lösen, und bieten Anwendungsfelder zum Beispiel in der exakten Höhenmessung. Im Netzwerk Quantum Valley Lower Saxony bringen wir das Quantencomputing voran, eine Technik, die Materialwissenschaft, Kryptographie und Kommunikation revolutionieren wird. Forschende der LUH haben gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik einen wesentlichen Beitrag zum Nachweis der Gravitationswellen geleistet. Im Gravitationswellendetektor GEO 600 sind Techniken entwickelt worden, die ihren Nachweis erst ermöglicht haben. In einem Prototyp am Albert-Einstein-Institut entwickeln wir diese Technologien weiter, für Detektoren mit noch viel höherer Empfindlichkeit. In unserem Mischungskryostat, einer Art Superkühlschrank, herrschen Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt. Dort erforschen wir, wie sich Störquellen in künftigen Gravitationswellendetektoren reduzieren lassen. Im Einstein Elevator im Hightech sind Versuche unter verschiedenen Gravitationsbedingungen möglich. In dem 40 Meter hohen Fallturm werden Verhältnisse simuliert, die denen des Mondes, des Mars oder des Weltalls entsprechen. Ganz ohne aufwendige Weltraummissionen, zum Beispiel um Produktionstechnologien für den Weltraum zu erforschen. Aber auch echte Raketenstarts gab es schon. Im Projekt Marius wurden zweimal Forschungsraketen von Schweden aus ins All geschossen. Während der Flüge wurden jeweils mehr als 100 Quantenversuche unter Schwerelosigkeit durchgeführt. Und auch bei Satellitenmissionen ist die LUH mit an Bord. Das MPI für Gravitationsphysik entwickelt gemeinsam mit der LUH Schlüsseltechnologien für die LISA-Mission der Europäischen Weltraumorganisation. Dieser Gravitationswellendetektor im All soll völlig neue Informationen über die unsichtbare Seite des Universums sammeln. Die Satellitenmission GRACE Follow-On beobachtet vom All aus Anzeichen des Klimawandels durch Veränderungen im Erdgravitationsfeld, wie das Schwinden des Grönlandeises und den globalen Meeresspiegelanstieg. Wie die zwei Satelliten miteinander kommunizieren, kann im Labor in Hannover auch für Folgemissionen präzise simuliert werden. Für hochgenaue Schwerefeldmessungen entsteht im Hightech eine Atomfontäne. Mit diesem weltweit einzigartigen, 10 Meter hohen Gerät kann die Erdanziehung exakt gemessen werden. Diese Erkenntnisse sollen auch in mobile Geräte einfließen, die in der Beobachtung von Grundwasserprozessen oder der Vulkanforschung zum Einsatz kommen. An der Leibniz-Universität Hannover lehren, lernen, forschen und arbeiten wir im Geiste unseres Namenspatrons Gottfried Wilhelm Leibniz. Unser Motto: global denken, interdisziplinär forschen, Leibniz leben.